Kapitel 4, wo noch nie ein Mensch gewesen ist. So fanden wir uns, als die Sonne am höchsten stand, in Vins kleiner Höhle wieder und aßen, wenn in meinem Fall auch etwas zögerlich, etwas von seinem Fisch. Rondo war als einziger völlig uninteressiert. Stattdessen war es für ihn die höchste Priorität, einen Plan für unsere Weiterreise aufzustellen. Allerdings war ich offensichtlich nicht der Einzige, dem es etwas schwer fiel, sich auf all seine trockenen Theorien zu konzentrieren. Also das Meer wird für uns kein Problem werden. Darum müssen wir uns nicht kümmern. Auf der anderen Seite erreichen wir dann einen anderen Kontinent. Perinium. Er ist Irelius eigentlich recht ähnlich, nur wärmer. Also viel Spaß euch beim Ungewöhn. Ironischerweise treffen wir dort als erstes auf die Vertreterin des Eiselementes. Fragt mich nicht, was sie dort macht. Den Teil mit dem Meer hatte ich ehrlich gesagt nur mit einem Ohr gehört, da mein Fokus eher auf dem Gespräch mit unserem neuen Freund lag. Anschließend war mein Fokus jedoch größer gewesen. Groß genug, damit ich Schlüsse ziehen konnte aus dem, was ich bisher erlebt hatte. Und vor allem aus dem, was ich gesehen hatte. Denn erst durch Vins Auftritt wurde mir wirklich bewusst, die große Zeichnung in den Ruinen, in welchen Rondo versiegelt war. Diejenige, auf welcher viele Tiere und Elemente in einem Kreis gesammelt waren, war anscheinend kein Zeichen der Vergangenheit, sondern der Zukunft. Oder jetzt Gegenwart. Der Wolf sah Ecke so ähnlich, da er es wirklich war. Der Fuchs auf der großen Zeichnung war ich selber. Auch Vin erkannte ich wieder. Aus meinen Erinnerungen konnte ich mir so erschließen, wer wohl die Vertreterin des Eiselementes war. Sie ist eine weiße Wölfin, oder? Ich erinnere mich an die Zeichnungen. Tatsächlich wirkte Rondo ausnahmsweise mal zufrieden mit mir. Tatsächlich, da hast du recht, Jason. Wenn du es ganz genau wissen willst, sie ist eine Polarwölfin. Sie lebt im Wald auf Perinium, also nicht weit weg von der Küste. Wir dürften sie dort relativ früh treffen. Bei der Erwähnung meines Namens blickte Vin wieder recht interessiert. Erst jetzt fiel mir auf. Er wusste ja gar nichts davon, dass ich eigentlich ein Mensch war. Doch ehrlich gesagt, nun wo ich darüber nachdachte, wirkte es irgendwie Sinnvolles dabei zu belassen. Rondo hatte es selbst schon angedeutet, es war durchaus möglich, dass mancher unserer Begleiter Menschen in einem sehr schlechten Licht sahen. Deshalb war es wohl besser, wenn dieses Geheimnis zumindest vorerst in unserem Kreis der originalen drei blieb. Sag mal, wo kommt ihr drei eigentlich alle genau her? Ich habe euch noch nie an der Küste gesehen, ihr stammt aber von diesem Kontinent, oder? Vin riss mich mit dieser Frage aus meinen Gedanken und irgendwie auch nicht, denn entweder musste ich ihm nun mitteilen, wer ich wirklich war und woher ich kam, oder ich müsste ihn anlügen. Ecke hatte allerdings bereits seine Pläne geschmiedet und offensichtlich hatte er denselben Gedankengang wie ich. Jason kommt aus dem Wald, ich komme aus dem Menschendorf. Aus dem Menschendorf? Aber wie das denn, von allem, was ich gehört habe? Wundern nicht Menschen? Würde es sonst so heißen, Schwachkopf? Einerseits war Rondo nicht gerade sehr freundlich, andererseits gab er meine Gedanken doch ziemlich genau wieder. Stimmt, da hast du recht. Aber wie kann das denn sein? Warum haben dich die Menschen nicht vertrieben? Das ist eine lange Geschichte, aber ich habe tatsächlich bei einem Menschen gelebt, bevor diese Reise begonnen hat. Sie sind nicht so herzlos, wie viele Tiere denken. Ohne diesen Menschen wäre ich definitiv nicht mehr am Leben. Kurz kehrte Stille ein. Weder Rondo noch ich schienen irgendetwas dazu sagen zu wollen und Vin wirkte zum ersten Mal tatsächlich nachdenklich. Aber warum gibt es dann diesen Krieg? Warum kämpfen Menschen und Tiere immer gegeneinander, wenn sie sich doch vertragen könnten? Eine Frage, die ich mir selber schon mehr als oft genug gestellt hatte. Doch dadurch, wie oft ich sie mir wirklich gestellt hatte, hatte ich für mich selber auch eine Antwort gefunden. Zumindest eine Antwort, die in meinen Augen Sinn ergab.
weil sie einander nicht verstehen, so wie Rubin und der Mensch es taten. Und durch diese Verständnislosigkeit sehen beide Seiten nur Wesen, die dasselbe essen, wie sie essen und auf demselben Land, wie sie leben. Beide Parteien sehen also Konkurrenten, die der eigenen Gruppe die Lebensgrundlage nehmen. Deswegen sehen sie einander als Feinde. Auch Rondo schien dieses Mal in Gedanken versunken. Wenn also theoretisch Menschen und Tiere voneinander abgegrenzte, eigene Länder hätten, würde es keinen Krieg mehr geben? Nun, dies ist schwer umsetzbar. Dafür sind Menschen zu verbreitet und Tiere ebenfalls. Menschen sind zu verbreitet? Ich dachte, Menschen gäbe es nur auf Irelius. Zwar hatte Rondo keine Augen, aber trotzdem fühlte ich mich, als würde er mich intensiv anstarren. Du denkst wirklich, dass es nur auf Irelius Menschen gäbe? Weißt du, wie simpel dieser Krieg dann wäre? Erzählen die Menschen auf Irelius solche Lügen? Nein, sie sind überall, wie eine Krankheit. Auf jedem Kontinent gibt es Streit und Unterdrückung durch sie. Und ich hatte mir vorhin noch eingebildet, vielleicht der erste Mensch auf einem anderen Kontinent zu werden. Aber natürlich ergab es Sinn. Es war eben wie Rondo sagte. Erst durch diese Verbreitung entstand das Problem. Ich hatte selber ja auch schon überlegt, wie das alles überhaupt sein könnte. Gleichzeitig mussten wir nun hoffen, nicht irgendwo anders auf Menschen zu treffen. Es würde die Reise einfach nur unnötig erschweren. Aber was genau passieren würde, stand ohnehin noch in den Sternen. Nun war es erst einmal an der Zeit für uns aufzubrechen. Rondo machte relativ eindeutig klar, dass das Meer bereits lange genug auf seine Überquerung gewartet hatte. Wir verließen die kleine Höhle also wieder. Wobei wir auch etwas von dem Fisch zurücklassen mussten, da Vin eher in einem Ausmaß gefischt hätte, mit dem er viermal sich selber satt bekommen hätte. Er versuchte auch noch verzweifelt, so viel er konnte, zu transportieren, schaffte letztlich aber nur ein Maul voll Fische. Welches ich bereits, als wir an der Küste ankamen, nirgendwo mehr entdecken konnte. Wohin sie verschwunden waren, war wohl eher ein offenes Geheimnis. Weniger offen war jedoch das nächste große Rätsel. Und jetzt? Vin kann schwimmen, du kannst fliegen, aber wie sollen Yasun und ich übers Meer kommen? Ich meine, ich schaffe vielleicht 100 Meter im Wasser und das auch sehr ungern. Ich bezweifle ehrlich gesagt enorm, dass ich irgendwie eine Chance habe zu schwimmen. Dann streng dich mal an, Yasun. Das ist dein Job. Du hast das Pflanzenelement. Also kannst du eine Brücke mit deinen Ranken bilden. Dann mach das mal. Ich sollte eine Brücke bilden. Ehrlich gesagt wusste ich nicht, inwiefern Rondo bewusst war, dass ich tatsächlich noch nie meine Elementkräfte genutzt hatte. Aber es wirkte nicht so, als würde es ihn sonderlich interessieren. Außerdem, wenn ich das nun nicht hinbekommen würde, wäre es gegenüber Vin nicht extrem auffällig. Denn welcher Elementar beherrschte denn bitte sein eigenes Element nicht? Glücklicherweise ließ Rondo mich nicht völlig im Regen stehen, wie ich merkte, als eine Stimme in meinem Kopf ertönte. Es war eigentlich seine normale Stimme. Sie fühlte sich nur gezielter an. Dass Rondo nur telepathisch reden konnte, wusste ich bereits, aber jetzt erst merkte ich, dass ihm dies auch die Möglichkeit gab, genau zu bestimmen, wer seine Worte hören sollte. Egal wie viele Unbeteiligte auch dabei standen. Elementkräfte sind einfacher, als es klingt. Konzentrier dich auf das, was du machen willst und gut. Mehr steckt nicht dahinter. Also an die Arbeit. Konzentriere dich einfach auf eine Brücke. Stück für Stück, Wurzeln im Meeresgrund. Eine Brücke über das ganze Meer auf einmal wäre selbst für die Mächtigsten ein Problem. Das Ganze hörte sich ja wirklich einfach an, allerdings bezweifelte ich stark, dass es das tatsächlich auch werden würde. Also versuchte ich meine Gedanken genau zu fokussieren, eine Brücke zu erschaffen, die Ecke und ich passieren könnten und es war tatsächlich so einfach, wie es klang.
Gefühlt aus dem Nichts erschienen Ranken aus den Tiefen des Meeres und erstreckten sich über der Wasseroberfläche. Etwas misstrauisch trat ich mit einer Pfote auf die Ranken auf und tatsächlich, sie wirkten stabil genug, um mich zu tragen. Und sehr sicher auch Ecke, der jetzt nicht so viel schwerer war als ich. Sogleich tat er es mir auch nach und, wie ich bereits vermutet hatte, konnten die Ranken auch ihn ohne große Probleme tragen. Eine Reise übers Meer. Nur 2 Tage zuvor hätte ich niemals erahnen können, dass ich so etwas jemals erleben würde. In weniger als 48 Stunden hatte sich alles verändert. Es wirkte immer noch unfassbar surreal. Und doch wusste ich, es war alles echt. Als Fuchs war ich nun auf der Reise, um endlich die Harmonie herzustellen, nach der ich so lange harrte. Immer hatte ich gehofft, dass es eines Tages eintreten würde, doch niemals hatte ich gedacht, dass es wahrlich möglich wäre und schon gar nicht, dass ich selber ein Teil davon werden würde. Und doch reiste ich hier, über den Ozean, getragen von meinen eigenen Ranken, in Begleitung 3 besonderer Tiere. Anfangs war ich immer noch ziemlich nervös bezüglich meiner Brücke. Ich wusste, wenn meine Konzentration abschweifen würde, dann würden Ecke und ich einfach ins Wasser fallen, was definitiv nicht angenehm werden würde. Ich konnte ja bereits als Mensch nicht schwimmen, da es gerade auf einem Kontinent wie Irelius einfach nutzlos war. Deswegen rechnete ich wirklich nicht damit, dass ich es als Tier schaffen würde. Allerdings merkte ich, je mehr Strecke wir zurücklegten, wie einfach es eigentlich doch war, die Brücke und somit den Weg weiter aufrechtzuerhalten. Ich konnte meine Gedanken wieder etwas schweifen lassen und mich in Gespräche verwickeln, während die Brücke trotzdem ohne jegliche Probleme weiter bestehen konnte. Es dauerte einige Stunden, bis wir in der Ferne bald Land erblickten. Dies musste Perimium sein. Und auch wenn ich bereits wusste, dass dieser Kontinent deutlich wärmer war als Irelius, wirkte dieser Anblick für mich unglaublich. Ich hatte noch nie zuvor einen grünen Wald und grüne Wiesen gesehen, auf denen nicht eine Schneeflocke etwas bedeckte. Alles, was ich je gekannt hatte, war Schnee und Eis und all dies war nicht hier. Und gleichzeitig war die Temperatur so unfassbar ungewohnt. Anders als auf Irelius war es hier nicht eisekalt, sondern zumindest für das Gefühl eines Fuchses, der nur Eis und Kälte kannte, unglaublich warm. Es war nicht eine Wärme, die wahrlich auf der Haut brannte, die Schmerzen verursachte, sondern eine Wärme, die angenehm wirkte, auch wenn sie sich im ersten Moment so extrem anfühlte. An der Küste angekommen, erstreckte sich ein riesiger Wald direkt vor unseren Augen. Ich war vielleicht nicht der erste Mensch, der diesen Kontinent je betrat, doch ich war mir sehr sicher, ich war der erste Irelianer, der es hierher schaffte. Es fühlte sich an, als hätte ich einen unfassbar großen Schritt getan, doch ich wusste, dies war erst der Anfang. Wir alle würden in die Geschichte eingehen. Wir würden Helden werden. Die Boten des ewigen Friedens. Das Adrenalin strömte durch meinen Körper und motivierte mich wie niemals zuvor. Los, Freunde, finden wir die nächsten Tiere. Der Wald war gleichzeitig die Küste und unser erstes Ziel. Hier lebte angeblich die Polarwölfin, welche unserer Gruppe als zweites beitreten sollte. Den Sinn dahinter verstand ich zwar immer noch nicht. Immerhin war sie wortwörtlich eine Polarwölfin, aber ich sollte es wohl nicht hinterfragen. Die Atmosphäre im Wald selber wirkte jedoch etwas bedrückender als außerhalb. Die Temperatur fühlte sich an, als würde sie wieder sinken. Es schien nicht viel Licht zwischen den dichten Baumgipfeln hindurch. Nahe eines recht großen Hügels begann ich langsam auch mich wirklich beobachtet zu fühlen. Doch erst, als wir den Fuß des Hügels erreichten, bestätigte sich dieses Gefühl. Elegant sprang ein Tier hinter der Spitze des Hügels hervor. Es gehört sich nicht, in das Territorium anderer Tiere einzudringen. Wer seid ihr?
In den Sonnenstrahlen, welche auf die Hügelspitze schienen, zeigte sich prächtig unsere potenziell nächste Mitstreiterin. Eine Polarwölfin, elegant wie die Blätter der Bäume im Wind, stand dort und hieß unsere Gruppe an diesem Ort willkommen.